Ja, so, ich hoffe erstmal, dass euch die beiden Etagen gefallen haben. Gehen wir nochmal hier kurz zu dieser Zapfsäule von Esso. Hier ist die Literangabe. Hier ist der Preis. Und da unten, wie viel man drin hat oder so. Naja, mega schön. Sowas mal zu Hause in der Wohnung stehen haben. Oh. Aber wir haben noch hier was. Moment. Hier haben wir eine Honda Supersport 750 Fuhr. Schaut euch mal diesen Motor an. Du lieber Gott. Typ CB 750 Fuhr F1. Vierzylinder, Viertakt. 736 Kubik, also der Hubraum. Und 67 PS, Bauzeit bis 1957, 194 km/h schnell, Neupreis 7.588 D-Mark. So, mal gucken, was steht denn hier noch? Zeitwende ist das passende Stichwort in der Rückschau auf die CB 750 Fuhr ab 1969, Punkt. Bis dahin waren 500 Kubik das Maximum bei Big Bikes aus Japan und Europa. Honda Viertakt, OHC Reihenmotor mit zentraler Kette zur Nockenwelle bietet zuvor kaum geträumte Fahrleistungen samt unterstützlicher Zuverlässigkeit. Punkt. Erst die ebenfalls Viertaktende Kawasaki Z900 übergriff 1974 die CB 750. Sind die frühen CB 750 was steht da? Barocam Camlok nach US-Geschmack gestylt, versucht die CB 750F 1 eine Brücke zwischen europäischen straffenden Design zu schlagen. Naja, und hier nebenan haben wir gleich noch eine Suzuki. Und wenn wir uns jetzt mal so den Vergleich angucken, das ist auch eine 750er, aber schaut euch mal diese Krümmer hier an, die vom Zylinder aus rausgehen. Schaut euch mal die bei der Suzuki an. Die war sogar teurer, die hat 6000. Nee, die ist billiger. Die hat nur 6,9 gekostet. Aber wir gucken uns jetzt erstmal die hier an. Jetzt grüße ich einfach mal in dem Video den Jürgen, denn der liebt ja Hundemaschinen. Ich gucke auch halt immer so ein bisschen in mein Freundeskreis, dass ich oder flüchtigen Freundeskreis, so kann man das auch nennen. Man muss ja nicht mit jedem befreundet sein, aber es reicht ja, wenn man sich untereinander normal versteht, auf ganz neutraler Ebene, und dann guckt man halt eben, dass man dann von jedem etwas versucht, so auch in seinen Videos mit einzufangen. Jetzt haben wir nur noch den Keller. Da steht, wie ich es schon erwähnt habe, die MZ, Volkspolizei Funkmotorrad, aber erstmal muss ich auf Toilette. Dann nehme ich euch aber nicht mit.